Ein räuberisches Leben führt auch die Larve des Gelbbrandkäfers. Eine Teichmolchlarve. Die scharfen, zangenartigen Mundwerkzeuge oder Mandibeln der Gelbbrandkäferlarve sind mit einem feinen Kanal durchzogen, der in der Nähe der Spitze nach außen mündet. Wenn Beute gepackt wird, tritt aus den Mandibelkanälen eine lähmende, vorverdauende Flüssigkeit aus. Die Gelbbrandkäferlarve braucht den aufgelösten Inhalt des Beutetieres dann nur noch aufzusaugen.